Heute halte ich einen Vortrag zu dem Thema Stress und wie Stress auf dem Körper wirkt. Die Zusammenhänge sind relativ einfach. Man muss es einfach nur ein bisschen bewusst machen, was die Zusammenhänge sind. Und das machen wir jetzt gemeinsam heute. Wenn ich zu schnell werde, dann mir ein Signal geben. Dann kann ich langsamer sprechen. Und vielleicht noch deutlicher. Wir gucken mal. Häufig gibt es die Frage, was ist Stress? Und je nachdem, mit wem wir sprechen, kriegen wir eine Antwort, was häufig auf die Quelle zurückzuführen ist. Das heißt, ich bin im Stau, ich habe Stress. Oder ich habe sehr viele Aufgaben, ich habe Stress. Oder ich habe hier einen Konflikt und ich habe Stress. Ich fand das Bild besonders passend für mich, für diejenigen, die mich kennen. So, die Tatsache, dass die Quelle der Stress ist, ist eigentlich ein bisschen zu sehr vereinfacht. Die Quelle, also der Reiz, kann nicht der Stress sein. Genauso kann die Reaktion nicht unbedingt als Stress bezeichnet werden. Also obwohl heute häufig die Antwort gibt, hier habe ich Stress. Oder hier spüre ich Stress. Oder ich habe Stress. Das ist die Reaktion auf Stress, verstehe. Aber das ist auch nicht Stress in dem Sinne. Und das ist der erste Schritt in Stressmanagement, ist überhaupt zu gucken, was ist wirklich Stress. Stress ist die Wechselwirkung in unserem Kopf zwischen Umwelt und mir, also Organismus. Das heißt, in der Umwelt gibt es Reize. Diese Reize kommen an und die Frage ist, wie gehe ich im Kopf mit diesen Reizen um? Und das ist wirklich, was der Stress ist. Man kann es in verschiedenen Schritten zusammenfassen. Es gibt der Reiz, das gehört noch nicht dazu direkt. Diese Bewertungen ist das Thema, was wir heute besprechen. Und diese Bewertungen vereinfache ich für mich als qualitativ und quantitativ. So, ein Reiz kommt in den Kopf rein. Das Erste, was der Kopf automatisch tut, ist bewertet, ist dieser Reiz positiv, negativ, bedrohlich, hat gar keine Bedeutung. Was ist das für ein Reiz? Also das Beispiel, was wahrscheinlich sehr angenehm ist, wir haben Urlaub. Man muss alles packen. Man hat auch natürlich ein bisschen Stress durch das Packen und Vorbereiten auf dem Urlaub. Natürlich macht das Stress, aber das ist super positiv. Man sagt, oh, ich muss jetzt packen. Aber das Gehirn bewertet das zunächst mal als positiv aus. Andersrum, wenn Sie eine Geschäftsreise machen müssen, und das zwar last minute, da müssen Sie auch packen. Aber was sind die Chancen, dass das positiv belegt ist, dass Sie eine Geschäftsreise last minute organisieren müssen, auch privat für zu Hause, wie alles anders, und dass das auch positiv ankommt? Und selten, häufig, wäre dieses Beispiel primär bewertet als negativ, weil man verpflichtet ist, etwas zu tun, was nicht vorgenommen ist. So, gut. Ein letztes Beispiel. Jetzt wird nochmal eine Geschäftsreise geplant, aber für meinen Nachbar. Dann interessiert das mich relativ wenig. Das heißt, vielleicht muss ich für ihn die Post kontrollieren. Okay, dann kann ich seine Post für ihn holen. Aber grundsätzlich ist dieser Reiz für mich bedeutungslos. Das heißt, ich bewerte das als relativ irrelevant. Es bedeutet nicht so viel für mich und für meine Umgebung, für meine Umwelt. Die sekundäre Bewertung ist dann quantitativ. Das heißt, sobald ich weiß, was der Reiz mir bedeutet, die nächste Frage ist, was sind meine Ressourcen, was sind meine Fähigkeiten, um diese Reiz zu bewältigen? So, nochmal, wir gehen zurück hier auf Urlaub. Das glaube ich, die meisten von uns, wenn wir Urlaub planen, ist es nicht unbedingt eine Sache von gestern, habe ich mich entschieden, heute in die USA zu fliegen. Also so einfach ist das heute nicht mehr. Andersrum, ich weiß, ich plane Urlaub und wahrscheinlich werde ich die Ressourcen, die ich habe, also Zeitmanagement, Geld organisieren, was auch immer, ich werde das so eintacken, sodass ich gut in den Urlaub kommen kann. Das sind meine Ressourcen. Ich kann die Zeitmanagement regeln, ich habe alles, was es nötig ist, um dafür zu sorgen, dass der Urlaub gut beginnt. Andersrum, nochmal Geschäftsreise, gestern habe ich die Info bekommen, heute muss ich fliegen oder fahren. Ich habe sehr wenig Zeit dafür zu sorgen, dass die Katzen einen Katzensitter haben. Ich habe keine Zeit dafür zu sorgen, dass die Blumen gegossen werden oder sonst was. Jetzt merke ich sehr stark diesen Druck und ich habe nicht die Fähigkeiten, diesen Druck wirklich zu bewältigen.
Wenn wir das ganz wissenschaftlich sehen, dann ist das die eigentliche Folie von Dr. Lazarus aus den 40er, 50er Jahren, also 20. Jahrhundert, wo er sagt, grundsätzlich primär haben wir diese qualitative Auswertungen oder Bewertungen. Und dann hier sind meine Chancen, dass ich diese Sache bewältigen kann. Entweder habe ich relativ hohe Chancen, damit umzugehen, oder ich kriege das hin, aber es ist verdammt anstrengend. Das heißt, ich habe schon die Fähigkeiten, aber nicht ohne. Das muss ich schon dafür arbeiten. Aber dann ist es nicht unbedingt negativ, es ist nur anstrengend. Oder hier ist, wo das Problem wirklich dann beginnt. Ich habe wenig oder nur geringe Fähigkeiten, mit diesem Reiz klarzukommen. Wenn wir über Reiz und Bewertungen sprechen, ist es wirklich eine Frage von kognitiv, also was denke ich? Und emotional. Emotional heißt Gedächtnis. Woran erinnere ich mich? So, kognitiv kennen wir alle. Das heißt, ich habe rational in dem Moment die Chance und die Zeit, mir zu überlegen, wie ich mit einem Reiz umgehe. Wenn ich ein sehr ruhiger Typ bin und ich merke, ich muss jetzt eine Geschäftsreise machen, wenn ich ganz pfiffig bin, dann mache ich mir Gedanken dazu und bin bereit, dem Chef zu sagen, nee, das kriege ich nicht hin in einem Tag. Da brauche ich noch 2 Tage. Das ist manchmal wahrscheinlich eher ein Traum. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber kognitiv gesehen wäre das natürlich die beste Lösung in dem Moment. Das Problem ist nicht unbedingt diese kognitive Fähigkeiten, etwas durchzudenken. Das Problem ist eher, überhaupt kognitiv zu werden. Und das bestimmt häufig diese emotionale Situation. Die emotionale Regulation ist eine Frage der Gefühle. Und die Gefühle sind im Gedächtnis. Und die kommen und bleiben im Gedächtnis durch Erfahrungen im Leben. Das heißt, wenn ich ständig das Gefühl habe, jemand steuert mein Leben, ich habe selber nicht die Kontrolle darüber, und dann ruft der Chef an und sagt, morgen musst du fliegen, dann wahrscheinlich stärkt das Gefühl, ich steuere mein eigenes Leben nicht mehr. Und das heißt, allein die Erinnerung daran führt dazu, dass man weniger Kontrolle über den eigenen Reiz hat. Und so diese Kombination bestimmen wirklich, was bedrohlich ist. Und je emotionaler, desto bedrohlicher, mindestens generell, im negativen Sinne sowieso. Aber bedrohlich kann einfach eine Frage der Unfähigkeit sein. Ich habe nicht mehr die Fähigkeit, die Chance, einen Katzensitter für meine Katzen zu finden. Und diese Unfähigkeit ist ein sehr unwohles Gefühl. Das wirkt in uns sehr ungleichmäßig, sehr unausgeglichen. Oder Kontrollverlust, jetzt steuere ich mein Leben nicht, mein Chef steuert mein Leben, der bestimmt, wo ich wann was mache, das ist nicht richtig. Gut, Hilflosigkeit ist wahrscheinlich das Problem. Ich kann mein Chef auch nicht sagen, dass ich das nicht mache. Wenn ich das sage, verliere ich die Stelle. Jetzt bin ich hilflos. Ich habe wirklich keine Wahl, wie ich mit dieser Situation umgehe. So wie im Kopf, so im Körper. Das heißt, was mein Kopf denkt und fühlt, wird auch mein Körper weitergeben. Also wird mein Körper auch empfangen und weitergeben an Reaktionen im System. Und das geschieht in 2 verschiedenen Stressachsen. Es kann entweder sehr schnell und direkt geschehen, das ist eine Funktion des Nervensystems, oder es kann ein sehr langsamer Prozess sein, was am Ende nur eine Frage der Hormone sind. Und Hormone in dem Sinne heißt Cortison. Fangen wir an mit dem schnellen Weg. Diese schnelle Reaktion geschieht im vegetativen Nervensystem. Ich glaube, jeder hier wird schon wissen, was das vegetative System ist. Vielleicht ist es nicht immer so deutlich, dass das eigentlich ein reines Nervensystem ist, aber das ist ein sehr bedeutendes Nervensystem, weil es auch wirklich die Hormone mit beeinflusst und bestimmt. Der Nerv an sich, also dieses vegetative Nerv, das ist das sympathische System, fließt wirklich die Wirbelsäule nach unten, dreht sich um und geht wieder nach oben. Es schickt Signale zu dem Körper, zu den Organen. Es sorgt für bestimmte Hormonausschüsse. Kommen wir gleich dazu. Das ist der Nerv, dafür sorgt, dass Sie überhaupt Zeitdruck wahrnehmen. Am Ende. Der ist das, was sagt, ah, jetzt habe ich Zeitdruck. Ah. Oder der sagt, jetzt bin ich überlastet. Ah. Also das ist der Nerv, der das macht für Sie. Also seien Sie dankbar. Wenn wir das machen, schalten wir andere Systeme aus. Und deswegen geht dieser Nerv auch zu den anderen Systemen im Körper. Man kann das am besten mit Flucht und mit Kampf verstehen. Also diese Flucht-Kampfreaktion hängt mit diesem Nerv zusammen. Das heißt, irgendein Reiz kommt an. Wir haben diese sofortige Neigung, entweder muss ich fliehen
oder ich muss kämpfen. Und das System, dieses Nervensystem, sorgt dafür, dass die ganze Energie zu den Muskeln, zu meinen Abwehrfunktionen fließt und dass alle anderen Funktionen, Verdauung und was auch immer, alles damit zusammenhängt im Körper, die werden alle komplett ausgeschaltet. Da bleibt die Energie zur Verfügung für diesen Kampf oder für die Flucht. Wir reden von Adrenalin, falls das noch nicht klar war. Diese Funktionen von Adrenalin haben eigentlich Sinn und Zweck, Energie zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen. Es gibt auch Leute, die Adrenalin-Junkies sind. Ich glaube, das kennen wir alle als Begriff heutzutage, ist das nicht mehr so ungewöhnlich. Adrenalin-Junkies sind diejenigen, die sofort und immer irgendeinen Reiz brauchen, um sich wohl zu fühlen. Die müssen immer ständig hohe Energie wahrnehmen. Und so fühlen sie sich besser. Das ist auch, Adrenalin ist auch ein Hormon, gut, es wird durch das Blut ausgegeben und auch durch das Nervensystem. Es steigert die Energie, es ist sehr intensiv, also wir kennen das auch, wenn wir sofort Stress haben, Konflikte oder etwas, da spüren wir sofort diese ganze Energie im Körper. Also wenn jemanden, also ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich in Deutschland eingekauft habe, da stand ich in der Schlange und irgendein alter Mann hinter mir fing so an mit dem Wagen. Und da drehe ich durch, also da bin ich als Texaner nicht so eingebunden an andere Menschen, wo die mich so behandeln sollen. Und dann steigt dieser sehr intensive Energieschub und bleibt im System, aber nur kurz. Das heißt, wenn ich die Energie in dem Moment nicht einsetze und etwas damit mache, dann bleibt diese Energie irgendwie komisch im Körper ungleich sitzen. Es ist einfach da, aber ich kann nicht mehr damit machen. Das ist auch das Problem für Junkies. Die Energie kommt rein, es ist sehr intensiv, aber dann steht sehr kurz nicht mehr zur Verfügung. Ist einfach da. Okay, so das ist der Hormon Adrenalin. Das Problem nach Adrenalin ist, dass man Erholung braucht. Wenn der Adrenalin-Schub kommt, muss man sich wiederherstellen. Wenn das nicht geschieht, bleibt der Körper in einem Ungleichgewicht. Und wir kommen gleich nochmal zu diesem Begriff des Ungleichgewichts. So, der zweite Stressachse ist Hormonweg und jetzt reden wir von Cortison. Wahrscheinlich, also für mich am einfachsten zu verstehen, ist entzündungshemmend. Ist natürlich Cortison. Ein Antiallergis ist natürlich Cortison. Und das ist etwas, was der Körper aufbaut über die Jahre normalerweise. Das ist etwas, wo Kinder, Babys werden immer sehr viel krank, wenn die klein sind. Und je mehr die mit anderen Babys zu tun haben, desto mehr steigt diese Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und sowas. Und desto widerstandsfähiger bleiben die in den Jahren. Aber das gilt auch für Stress. Und mein bestes Beispiel dafür ist, dass ich in jedem Oktober muss es am Budget schreiben. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren, seitdem ich in Frankfurt gearbeitet habe, muss ich immer am Budget schreiben. Und in dem ersten Jahr war das schon relativ viel, war das stressig, weil man muss sich daran gewöhnen, was ist alles, da kommen ein Haufen Reize, nicht nur eins, sondern ein Haufen Reize vom Vorgesetzten, von Finanzabteilung. Und also man kommt nicht so gut damit klar in dem ersten Fall. Mit der Zeit steigt meine Widerstandsfähigkeit, das heißt, es ist Oktober immer noch stressig für mich. Das ist nicht, als ob Oktober einfach zu regeln ist, ist immer noch Stress. Aber ich habe jetzt diese Widerstandsfähigkeit aufgebaut. Und das geschieht nicht nur, weil ich das kenne. Es geschieht nicht nur, weil ich das im Gedächtnis verstehe, obwohl das auch eine Rolle spielt. Es versteht auch, weil mein Körper physiologisch durch Hormone auch an diese Phase gewöhnt hat. Und so kann mein Körper das viel besser bewältigen. Das Problem mit der zweiten Stressachse ist direkt hier. Je mehr man dieses System drückt, je mehr wir uns darauf verlassen, dass die Hormone dafür sorgen, dass wir die Ruhe behalten, desto problematischer wird chronischer Stress. Und je länger das sich anhält, kommt irgendwann eine Stresskrankheit, also Burnout. Das heißt, man muss schon verstehen, dieser Weg ist sehr behilflich, ist auch nötig für den Körper, darf aber nicht ausgenutzt werden, darf nicht einfach so benutzt, ohne weitere Überlegung, was die Konsequenzen sind. Und hier ist wirklich, wo alles zusammengefasst ist. Das ist gerade der Punkt des Ganzen.
Wenn Stress kommt, löst es eine Störung im Gleichgewicht aus. Und am besten stellt man sich zuerst mal vor, was ist überhaupt ein Gleichgewicht? So, das Gleichgewicht ist, Sie sitzen zum Beispiel am Strand, wenn Strand angenehm ist, wenn Strand unangenehm ist, dann gehen Sie besser auf den Bergen, in den Alpen oder etwas. Aber Sie sitzen da, wo auch immer Sie sich befinden, Sie sind alleine, Sie haben keine Gedanken im Kopf, Sie haben keine Störung, keine Menschen um sich herum, nicht mal eine Biene stört Sie. Sie haben einfach nur Ruhe. In dem Moment ist Ihr Organismus in einem Gleichgewicht. Da gibt es keinen Reiz. Sobald ein Reiz kommt, wird dieses Gleichgewicht gestört. Wenn wir dieses Ungleichgewicht beheben können, das heißt, wenn wir die Ressourcen haben, um mit diesem Ungleichgewicht klarzukommen, dann stellen wir das Gleichgewicht wieder her. Dann geht es weiter mit dem Organismus und alles ist super. Das Problem ist, also hier ist es, wenn alles ausgeglichen bleibt. Das Problem ist, wenn es hier so eine Situation, wenn wir uns in so einer Situation finden. Wir haben nochmal einen Reiz, es stört das Gleichgewicht. Jetzt haben wir die Ressourcen nicht mehr, das zu beheben. Dann bleibt dieses Ungleichgewicht im System erhalten. Wir können es nicht mehr beheben. Es geht auch nicht einfach so weg. Das ist auch nicht nur eine Sache im Kopf, das ist eine Sache im Organismus. Deswegen wirkt es auch auf den Körper. Und das ist gerade der Punkt. Man sieht es auch in der Körperhaltung. Wenn wir Kunden und sowas haben, sehen wir in den Kunden, wie diese Körperhaltung angepasst haben, je nachdem, wie das Ungleichgewicht jetzt sich präsentiert. Je länger das angeht, spürt man das auch. Und deswegen kommen Leute mit Schulterschmerzen, Rückenschmerzen zu uns, die unter Stress zu sehr leiden. Diese muskuläre Dysbalance, ich glaube, kennt fast jeder hier, also vielleicht ein paar kennen dieses Bild nicht so gut. Muskuläre Dysbalance ist einfach, wie wir schildern, was geschieht, wenn ein Muskel zu kräftig angezogen ist als der andere Muskel. Das wirkt auf die Gelenke, das wirkt auf alles. Insofern ist diese Dysbalance, dieses Ungleichgewicht, gerade das, was auch im Kopf beginnt, aber im Körper sich wiedergibt. Die Lösung dazu ist die Erhöhung der Ressourcen. Das heißt, man muss Lösungen finden, wo die eigenen Fähigkeiten aufgebaut werden, um die Reize in der Umwelt entgegenzuwirken. Und ob das Zeitmanagement ist, für die Leute, die Zeitprobleme haben, die kriegen die Zeit nicht gut geregelt, das ist so natürlich eine Lösung. Es gibt Leute, die brauchen einfach mehr Kraft. Die brauchen mehr Kraft, um durch den Tag zu kommen oder auch Flexibilität. Also das Gefühl zu haben, die sind nicht so eingeengt. Je nachdem, was jeder in dem Moment braucht, das sind die Ressourcen, die man bewusst sich machen müssen, dass die nötig sind. In dem Stressmanagement machen wir das sehr häufig in gewisse Stressmanagement-Beratungen. Ich mache das als Einzelberatungen, also wir haben hier keine Gruppen für sowas in der Richtung. Ich mache es als Einzelberatung, aber es gibt auch Arbeitgeber, die Stressmanagement-Beratungen in Gruppen zur Verfügung stellen. Und das würde ich auch definitiv empfehlen für Leute, die das haben. Das Erste, was jemand macht in Stressmanagement, ist überhaupt bewusst macht, dass alles geschieht hier. Der Reiz ist nicht von außen und der Reiz ist nicht die Reaktion. Der Stress ist hier. Und wenn man das versteht, das ist, was wir versuchen in Stressmanagement, wenn man das versteht, dann ist die Bewältigung schon einen riesen Schritt weiter voran. Krafttraining hilft dafür, überhaupt den Körper auf dieses Ungleichgewicht vorzubereiten. Wir werden nie Stress komplett vermeiden. Das geht einfach nicht, das wissen wir. Aber je fähiger der Körper ist, Stress zu kompensieren, desto häufiger sind die Chancen, dass wir rauskommen ohne chronische Schmerzen. Die Krankengymnastik hilft dafür bei Beschwerden, wo die Verhärtungen in dem Körper jetzt zu festgesetzt sind. Das sind die Leute, die echt hier Steine haben. Und die Maschine kriegen das auch nicht weg. Da brauchen die einfach mehr Hilfe. Die Osteopathie geht noch der nächste Schritt. Es ist nicht nur eine Frage des Bewegungsapparats, es ist eine Frage, dass sie jetzt schon langsam in die Organe wirken. Und diese Zusammenwirkung Organ und Bewegungsapparat sind zusammen in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind einfach diverse Stufen, wie man Ressourcen erhöht, um mit Stress besser umzugehen. Habe ich zu schnell gesprochen wieder? bevor ich was zu Aufpowern sage, gibt es Fragen? Okay, ich habe meine Frau versprochen, ich werde hier das Thema sehr freundlich ansprechen. Und das hängt ein bisschen damit zusammen. Wir haben Kunden, die kommen rein, die trainieren ein Jahr,
Die hören nach einem Jahr auf und sagen, ja, ist ein schönes Konzept, aber ich kann mich hier nicht auspowern. Und ich muss nach meinem stressigen Arbeitstag mich auspowern können. Und das ist ein Irrtum, das Gefühl. Und das hängt, ja, das ist, ja, also es ist tatsächlich so eine Sache, man hat das Gefühl, ich muss mich auspowern, um den stressigen Tag irgendwie auszugleichen. Aber was man am Ende tut, man hat einen stressigen Arbeitstag, geht dann in sein Fitnessstudio, sagen wir ganz freundlich, in seinem Fitnessstudio rein, steigt auf der Laufbahn eine Stunde, läuft relativ ordentlich eine Stunde lang. Das reicht immer noch nicht. Jetzt gehe ich auf dem Ergometer, jetzt fahre ich Fahrrad noch eine Stunde lang. Und wenn das immer noch nicht gereicht hat, gehe ich mal in die Sauna. Was die nicht durchdenken in dem Moment, ist gerade das. Diese Wahrnehmung im Kopf, die müssen sich auspowern, ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Man kann nicht den Körper, alles komplett stressen den Tag lang, dann auf Laufen für eine Stunde lang und nochmal Stress erzeugen und dann auf einen Ergometer und nochmal Stress erzeugen und dann nochmal in die Sauna. Das ist auch noch ein Stress. Das sind Sachen, die sind alle Reize für den Körper. Das sind nicht natürliche Zustände für den Körper. Und der Körper muss das ständig kompensieren. Jeden Schritt muss kompensiert werden. Und das sind Reize, die dazu führen, dass der Körper einen Stress wahrnimmt. Insofern ist dieses Gefühl, ich muss mich auspacken, echt eine Lüge, das ist ein Irrtum in Denkweise. Und dafür wollen wir schon ein bisschen warnen. Und ja, wir erschöpfen uns auch. Also es ist nicht, als ob Leute hier reinkommen und sich nicht erschöpfen sollen. Aber unsere Erschöpfung ist eine echt kontrollierte Sache. Aber wem sage ich das hier? Alle, die hier sitzen, trainieren auch vernünftig. Du nicht. Das stimmt. Also bei den beiden, die noch nicht trainieren. Diese kontrollierte Durchführung führt dazu, dass man seinen Reiz für den Muskel bekommt, ohne das Gefühl zu haben, ich löse ein Problem im Kopf. Das ist gerade, was nicht geschieht. Man reizt den Muskel, trainiert den Muskel, bis er müde ist und dann hört auf. Und wir übertreiben das nicht. Und das ist wahrscheinlich für mich einer der wichtigen Punkte, was ich in den nächsten Jahren auch hier intern ein bisschen besser kommunizieren will, ist, dass dieses Auspowern manchmal nur eine Lüge ist. Und damit will ich abschließen.